zu einer weiteren Folge Pure Ark. Ich stehe hier vor dieser Truhe und in dieser Truhe befinden sich meine Artefakte. Und ich brauche dieses hier und dieses hier und das brauchen wir nicht, um den Drachen auf leicht zu beschwören. Tja, der Drache auf leicht. Ich werde allerdings auch nochmal meine Pistole mit der Munition mitnehmen. Das steht heute auf dem Plan. Genau. Nehmen wir die hier noch mit und das bisschen noch mit. Es ist eigentlich total lachhaft, aber egal. So. Ja, ich werde jetzt nämlich mal rüberfliegen zum roten Obelisten. Da sind ja schon unsere ganzen Tiere untergebracht, die sich am Kampf beteiligen sollen. Da hinten am roten Obelisten. Und ja, da werde ich mich jetzt einfach mal hin auf den Weg machen. Ich glaube, ich werde mir nochmal was zu essen mitnehmen. Nochmal meine Wasserflaschen auffüllen. Und dann fliege ich mit der Chinook rüber. So, machen wir erstmal die Wasserflasche voll. Zack. Und nehmen mir jetzt noch ein bisschen mehr Futter mit. Ich glaube, hier ist noch genügend gebratenes Fleisch drin in irgendeinem dieser Kühlschränke. In dem natürlich gerade nicht. So, aber in dem. Okay. Und ja, dann fliegen wir da mal rüber. Und werden dann versuchen, diesen Drachen da, die Leviten zu lesen, ja. Der Drache auf leicht. Ich war noch überhaupt niemals beim Drachen drin. Ich habe den noch niemals besiegt. Ich weiß, dass der natürlich fliegt der rum. Das ist ein bisschen problematisch, weil man ihn eigentlich nur so richtig angreifen kann mit seinen Tieren, wenn er am Boden sitzt. Und ich weiß, dass der so als Minions Pteranodon spawnt. Und ich glaube, zumindest habe ich das irgendwo gehört, dass die Pteranodons auf den Reiter Schaden machen. Hier ist das Terminal. Hallo, hier ist das Terminal. Ja, man kann es wieder nicht auswählen. Immer nur so ein Sekundenbruchteil. Oh, Leute. Wähl doch aus. Schrecklich, schrecklich. Zack. Und ich habe irgendwas vergessen. Na, das ist des Immunen. Scheiße, ich brauche 4. Bläh. Also, nochmal zurück. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles dabei, was ich brauche. Also, zack, zack. Schnell wieder zurück. Und ja, ich will dann natürlich gerne wieder auf dem Schwein sitzen, damit das eine schon mal heilen kann. Und wenn das dann nicht mehr kann, kann ich das zweite aktivieren. Und ich muss vorher nochmal den Dew-Tyrannus dann auf seinen Jubelruf pfeifen, sage ich jetzt mal. Ja, komm, rutsch mal ein Stück. Ich will mein weißes Schwein haben. Das gefällt mir so gut. So. Okay. Dann stelle ich das mal hier hin, weil ich glaube, hier kann ich dann nämlich gut rauslaufen. Gut, macht doch mal auf hier. 1, 2, 3, 4. Swupp. Schwipp, schwapp, schwupp. So, und jetzt baut sich hier die Arena auf. So, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt da Flächen mit Lava. Da sollten die Tiere vielleicht nicht unbedingt reingeraten, weil ich mir vorstellen kann, dass die da Schaden bekommen. Und der, ja, der spawnt eben Pteranodons und Dimorphodons. Und ja, ansonsten fliegt er halt auch ständig selber. Muss man halt ein bisschen gucken, dass man ja den immer nur dann angreift, wenn er am Boden ist, logischerweise. Anders geht's ja auch nicht. Und ja, ansonsten, glaube ich, muss man den halt gut in Bewegung halten, seine Leute hier. So. Alle folgen. Und jetzt bewegen. Weil der schießt nämlich Feuer. Und der sollte natürlich nach Möglichkeit unsere Tiere nicht treffen. Ist ja irgendwie klar. Wo ist er? Ich sehe ihn immer nicht. Oh, ihr folgt viel zu nah. Wo ist denn der Drache? Ich sehe gar keinen. Ist er abgehauen? Hä? So, den sollt ihr angreifen. Laufen, 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 laufen. Wo ist er? Laufen, 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 laufen. Du darfst landen. Ist er unten? Nee, wo ist denn der? Oh, dass man den immer nicht sieht. Ich sehe keinen Drachen. Da. Komm runter, feiges Stück. Nein, nicht mich. Oh, geh mir aus dem Weg.
Wo ist er? Da ist er. Er kommt runter, glaube ich. Die folgen so nah. Viel zu nah. Jetzt rennen die da alle wieder in die Lava. Das kann doch nicht wahr sein. Diese blöden Baryonyxe schon wieder. Hier macht da wirklich keiner, was er soll. Wie sieht es aus? Tja, irgendwie halt, ne? Und der Yuri ist hin. Dein Deodon verbraucht. Ja, ja, weiß ich. Warum diese blöden Baryonyxe immer nicht angreifen, es ist mir wirklich ein Rätsel. Oh oh. Das Schwein ist tot. Also das andere. Wir haben jetzt, na, nicht ganz die Hälfte. Immer schön draufbleiben, Leute. Immer draufbleiben. Weiß halt nicht, kann ich hier mitmachen? Ah, jetzt machen auch die Baryonyxe mit. Heile ich überhaupt noch? Oh, gut, gut, gut. Wir haben jetzt, naja, noch nicht so ganz zwei Drittel, würde ich schätzen. Ja, jetzt haben wir bestimmt zwei Drittel. Oh, oh. Dann kommt mal, Freunde. Oh nein, der hat kein Futter mehr, deswegen heilt er nicht. Aber wo ist es? Da! Wo ist er? Da oben. Oh, es ist... Sie sind einfach wieder alle viel zu nah dran. Na, hoffentlich kommt er wieder hier runter, weil die Hälfte meiner Tiere, die sitzt ja da noch im Loch. Oh Mann, das ist zu uneben hier, das Gelände. Wo seid ihr denn alle? Wo ist denn der Drache? Nein, was jetzt schon wieder? Oh, wirklich. Den müsst ihr angreifen. Der muss jetzt mal wieder runterkommen. Ja, ich glaube, er kommt runter. Ich glaube, er kommt runter. Angreifen! Attaché! Oh, hoppala. Wir müssen aus... Ja, geh weg! Ah! Oh! Ich muss echt in Bewegung bleiben. Aber ich will was sehen. Macht ihn alle! Es ist nicht mehr viel. Ich muss wegen die Morphodons in Bewegung bleiben. Brennende Schweine. Ungünstig. Los, macht hinne. Wir haben nicht ewig Zeit. Na, je weniger das werden, desto länger dauert es natürlich, ne? Ist ja irgendwie klar. Ah, oh, das sieht gut aus. Ja! Jetzt. Ja! Boah, aber das war ja so sauknapp. So sauknapp. Also ich würde sagen, beide Baryonyxe weg, zwei Tyrizinus mehr dazu und einen besseren Yutyrannus. Der ist ja gleich am Anfang gestorben. Hast du noch irgendwas intus? Nee, ne? Wahnsinn! Guckt euch dieses riesen Vieh an! Wie gigantisch groß der ist! Boah! Na, jetzt dauert das Bilanzziehen dieses Mal nicht so lange. Guckt euch auch mal mein Leben an, ja? Meine Güte. Los, komm schnell, porte mich zurück, bevor mir das auch noch verloren geht. Unglaublich. Ja, das Schwein hätte... Hat es noch Futter drin? Nee, alles vergammelt. Ja, deswegen hat er nicht lange heilen können. Das ging ja ganz schnell. Boah. Krass. Und wir kommen wieder nach Hause. Und es hat sogar... Ja gut, die Baryonyxe haben ja mal wieder nicht mitgekämpft. Deswegen ist ja kein Wunder.
Nee, ich muss erstmal kurz hier drauf und alle Folgen und alle U. Okay. Wow. Der Wahnsinn. So, wen haben wir denn jetzt hier alles? Ein Level für Terz. Nicht gerade sehr viel. Was? Der folgt doch. Ich habe doch gerade gesagt, hier soll niemand folgen, oder? Tiss. Immer diese selbstständigen Tiere hier. So, dann haben wir Ritzi. Die sieht noch ziemlich gut aus. Die hat überhaupt nichts abbekommen. Hast du überhaupt mitgemacht? Wahrscheinlich hat die ganze Zeit irgendwo festgesteckt oder so. 6 Level, wow. Hat die etwa den Kill gemacht? Das wäre ja der Wahnsinn. So, 20.000 Leben. Und 500 Schaden. Ich habe schon irgendjemand, der 500 Schaden macht. Edward sieht auch verdammt gut noch aus. Hat auch kaum Leben verloren. So. Und der hat noch nicht mal ein Level up. Ja, der hat vielleicht wirklich gar nichts gemacht. Kann ja sein. Dann, ja, die beiden Baryonyxe, die werde ich dieses Mal, glaube ich, mit nach Hause nehmen oder so. Ja, die machen ja sowieso nicht mit, diese faulen Säcke hier. So, der hat auch kein Level up, aber kein Wunder. Wovon auch? Dann haben wir hier, wen haben wir hier? Jemand, der auch kein Level up hat, aber so gut wie tot ist. Ich glaube, einer von den Jüngeren ist das. Ich war mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob die Lava da wirklich Schaden macht. Tera. Denn, ja, die Lava, also die, da standen ja, waren ja, glaube ich, 2 oder 3 festgesteckt in der Lava, festgebackt. Und wenn die Lava so viel Schaden machen würde, wie Lava normalerweise macht, dann hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, hätten die tot sein müssen. So. Stelle ich dich nochmal hier vorne hin. Schwupp. So, dann haben wir hier den anderen Baryonyx. Der sieht schon schlechter aus und hat auch Leben eingebüßt, weil er nämlich mal mitgemacht hat. Na, als dann das Schwein angegriffen wurde, da war dann auf einmal wieder... Ja, da haben sie dann auf einmal doch mitgemacht. So, Teriza, die geht so einigermaßen. Ja, die hat ein Drittel ihres Lebens verloren und kein Level up. Das ist ein Ding. Gibt denn der so wenig Erfahrungspunkte? Also ich muss wirklich sagen, der Drache war am schwersten. Also bei den anderen, da haben wir ja wirklich überhaupt gar keine Tiere verloren. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, einige Tiere verloren. So, die hier ist nämlich auch so gut wie tot. Aber auch kein Level abbekommen. Wer warst du nochmal? Freddy war das. Da haben wir die Friederike. Die sieht natürlich noch ganz gut aus. Da habe ich ja auch drauf gesessen. Ne, die haben wir ja schön aus dem Kampf rausgehalten. Ich habe versucht, mit der zu heilen, aber lange hat ihr Futtervorrat nicht vorgehalten. Die hat aber zum Glück ein Level up. Das geben wir ihr auch direkt mal auf Nahrung. Ja, ja, vielleicht sollte ich beim nächsten Mal wirklich andere mitnehmen. Die, die ich zu Hause habe, die haben 25.000, 26.000 auf Leben. Absteigen. Aber die braucht dringend Fleisch. Sonst fällt er mir hier gleich aus den Latschen. Dass man hier immer so rumgeschubst wird. So, bitteschön. Und, oh, Teti sieht aber richtig schlecht aus. Wie viel Leben hatten die noch? Hat ein Level dazu bekommen? Ja, und hat, naja, noch 1000. Aber trotzdem sieht richtig schlecht aus. So, wir haben also schon mal ein Schwein verloren, den Piggledy. Wir haben leider unseren U-Tyrannus verloren, den Juri. Wir haben noch, also ich meine, ich hatte... 15 Tirizinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe ich jetzt noch. Ja, okay, da haben wir also auch 7 Tirizinos verloren. Du meine Güte. Dann stelle ich mich mal davor, jetzt sehen wir ja wirklich alle ganz schön lidiert aus. Sogar ich habe meine Klamotten verloren. Und machen wir nochmal ein Foto. Ein Abschlussgruppenfoto. Ja, und ich würde doch sagen, dass das an dieser Stelle wieder gewesen ist. Ihr könnt mir sehr gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pure Ark. Bis dann. Ciao, ciao.